Welcome to Ao Nam Mau Bia. Da schauen wir uns doch mal um. Sawadikap, liebe Weltreisefreunde, hier aus Thailand, aus Krabi. Ja. Ich bin hier in meinem Resort, bin früh aufgestanden, um zu arbeiten. Hab noch viele Aufgaben, wie immer. Wie jeden Tag. Ja, und ab heute wieder alleine unterwegs, vorerst. Und was ich heute mache, habe ich auch nicht geplant, weil ich viel zu tun habe am Lappy. Aber mit Sicherheit werde ich was Spannendes machen. Aber erstmal gehe ich mir einen schönen Kaffee im Resort-eigenen Restaurant hier geben. Ja. Ja, und es regnet auch die ganze Zeit. Also nicht die ganze Zeit, so zwischendurch. Ich guck mal, ob es nachher besser wird. Naja. So, ich glaube, ich kann mir noch Müsli dazu. Kaffee ist drin und das wird aber doch gleich schon besser. Ja, nicht viel los hier, also weg hier. Ich habe auch schon einen halben Tag in der Höhle verbracht. Wird Zeit mal was zu unternehmen. So, und ich gehe heute nicht in diese Richtung, wie die zwei Tage davor, sondern in diese Richtung. Und das ist die östliche Seite von Ao Nang. Mal gucken, was mich da erwartet. Ich hoffe, da kommt gleich ein 7-Eleven oder sowas. Irgendwie habe ich wieder Bock auf einen Kaffee. Ich hatte nur einen. Das müssen wir ganz schnell ändern. Was ist das jetzt hier? Ich komme hier nicht vorbei. Da ist nämlich das Stadion. Ja, ich muss dahinter auf die Straße. Und laut Maps.me kann ich das. Aber ich kann es nicht. Ja. Der Weg war jetzt umsonst. Ein wunderschöner Dschungelweg. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Mehr los und ich kann den 7-Eleven schon, ich kann schon förmlich riechen. Ja. Ja, was habe ich euch gesagt? Da ist er. Da gehe ich jetzt rein. Ich wollte keinen Schrott essen, aber hier gibt es so krasse Sachen. Ich muss das einfach probieren. Oh Gott. Hier. Lila und rosa Brot. Oh, Scheiße. Klar,
Kaffee ich mir geholt, wie geplant. Und dann haben wir noch so verrücktes Zeug hier auf Luft. Verrücktes Zeug hier geholt. Irgendwie so ein Brötchen mit rote Bohnenfüllung. Und. Na komm. Eins mit, ich glaube, das sind Süßkartoffeln oder so. Füllung drin. Ich bin nicht ganz sicher, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Man kann hier nicht auch alles entziffern. Naja, dann tryen wir das mal. Das ist ein Ladyboy hier. Das ist ein Magger. Der da. Mit irgendeiner leicht süßen Creme drin. Ja. That's it. Ja, beides war so dasselbe. Weiches Brötchen mit irgend so einem Klecks irgendwas drin, was süß schmeckt nach Zucker. Ja. Einmal und nie wieder. Welcome to Ao Nam Mau Bier. Da schauen wir uns doch mal um. Alles etwas irgendwie gestrandet. Alles voll mit Katzen. Ist ja wie in Griechenland hier. Kss, kss, kss. Hey! Na, Kätzchen? Willst du dich streicheln? Ja, der lässt sich streicheln. Die anderen rennen weg, der nicht. Naja, ich kann jetzt nicht jede Katze streicheln. Ansonsten komme ich hier gar nicht mehr weg. Da muss ich mein Visum verlängern. So, jetzt habe ich wieder da drüben an dem Stand Wassermelone gekauft. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Anstatt auf diesen komischen Brotzeug. Ah. So, die haue ich jetzt weg, mitten auf dem Weg. Auch da ist ein Standardbild in Thailand. Du brauchst mir das nicht bringen, ich brauch das nicht. Wohin er das wohl bringt? Ja, für sowas gebe ich garantiert kein Geld aus. Shooting Range. Nee. Ja, jetzt bin ich hier auf so einer fetten, vierspurigen Straße unterwegs. Ich hoffe, die endet gleich da hinten. Ich will wieder in den Dschungel rein. Oder nach 7-Eleven. Naja, ich sag jetzt aber tschüss. Ne? Daumen hoch, abonnieren, nicht vergessen. Dran denken. Ansonsten bis morgen zum nächsten Video. Bis dann.